Bevor ich bei JugendHackt war, kannte ich keinen einzigen Freund, der sich auch für Programmieren interessierte. Und da es bis jetzt kein einziges soziales Netzwerk gibt, das mir hilft dabei, Freunde zu finden, die dieselben Hobbys haben und in meiner Nähe sind, haben wir uns gedacht, warum programmieren wir da nicht einfach so eine Webseite? Eben ein soziales Netzwerk. Ich habe meine Idee vorgestellt und ein super Team gefunden, das mich dabei immer unterstützt hat. Und der Thomas war dann für den Code zuständig. So. Du hast für uns die ganze Webseite programmiert und erzähl mal, was es da für Hürden gab. Also ich würde es jetzt weniger Hürden nennen, sondern selbstentwickelnde und unbeabsichtigte Features. Okay, Spaß beiseite. Wir haben eine Webanwendung gemacht, also ist im Internet schon verfügbar eigentlich. Haben serverseitig mit PHP programmiert und clientseitig haben wir das Ganze mit HTML, JavaScript und CSS entwickelt. Danke. Danke, Thomas. Doch auch die beste Website ist nichts ohne einem schönen Design. Natürlich haben wir auch hierfür ein Team an Anna Zobel und Anna. Werden euch jetzt erzählen, wie sie die ganze Website designt haben und auf was sie besonders geachtet haben. Also wir haben darauf geachtet, dass wir eher junge Leute ansprechen, was auch unsere Hauptzielgruppe ist, und deshalb haben wir das Design modern gestaltet. Und uns als Designern war es eben besonders wichtig, dem Code vom Thomas gerecht zu werden und für uns selbst Maßstäbe zu setzen. Und aus diesem Grund haben wir das ganze Design mit Illustrator und Photoshop gestaltet und haben versucht und auch meiner Meinung nach erfolgreich erzielt, ein modernes und klar strukturiertes Design zu gestalten. Danke. Doch wenn sich zwei finden und dasselbe Hobby teilen, aber einer in Linz und der andere in Uganda ist, bringt das auch nicht sehr viel. Drum haben wir auch noch den Ort mit einbezogen und dafür war der liebe Jürgen zuständig. Erzähl einmal, wie du genau das gemacht hast. Also ich habe einmal ein HTML-Dokument erstellt und verschiedene Links eingefügt, die zu einer Website geführt haben. Die Website heißt Mapbox und von da aus habe ich dann eine Karte interpretiert und verschiedene Standorte eingezeichnet. Da kann man dann mit, da gibt es oben dann eine Suchleiste, habe ich programmiert. Da kann man zum Beispiel am Städten eingeben und das geht genau auf die Stadt zu und setzt da einen Punkt, damit der Benutzer dann weiß, der ist aus Amstetten, und wenn dann einer aus der Nähe von Amstetten ist, dann sieht er gleich, aha, er ist in Amstetten, ich kann den vielleicht einmal anschreiben, das war vielleicht gar nicht so weit weg. Danke. Und dass wir auch wissen, ob die Seite auch einwandfrei funktioniert, haben ich und der Dominik die Webseite auf Nieren und Herz überprüft und das Rechtliche wie APGs und die Datenschutzrichtlinien erledigt. Danke. Wir zeigen euch jetzt noch, wie die Webseite aufgebaut ist. Das Endprodukt stellen wir jetzt einmal kurz vor. Das ist unser Login-Screen. Stimme ich vielleicht besser um. Wir haben auf ein hochwertiges Design Wert gelegt. Man kann jetzt Freunde finden. Also das sind ja schon die hinzugefügten Freunde. Und wir starten jetzt einmal eine Konversation mit dem Dominik. Das Ganze ist ein Live-Chat. Das heißt, jeder bekommt sofort Benachrichtigung, wann eine neue Nachricht zum Chat reinkommt. Ich kann die Konversation umbenennen, um das Ganze nur ein bisschen zu personalisieren. Es sind Gruppenkonversationen, also ich kann mehrere Leute hinzufügen. Ja, dann warten wir mal auf eine Antwort vom Dominik. Ist vielleicht gerade mit was anderem beschäftigt, aber... Ganz schön Zeit.
So, wir haben jetzt eine Nachricht vom Dominik gekriegt. Er schreibt, hey, schreiben wir natürlich zurück, beantworten wir. Er kriegt jetzt live die Nachricht, kann wieder darauf antworten. Man sieht, das Ganze ist nur frühe Entwicklungsphase und wir haben auch vor, dass wir das Projekt in der künftigen Zeit weiterentwickeln gemeinsam und dann sehen, was Cooles daraus werden. Ja, wir fügen jetzt eine neue Person hinzu in unseren Gruppenchat. Das bin ich. Spannung. Dominik hat sich zu Wort gemeldet. Dann hat sich ja die Anna zu Wort gemeldet und schlussendlich ja der Thomas. So. Was ist? Okay, soviel zu den derzeitigen Funktionen. Wir werden das noch verbessern und die Personensuche optimieren. Was uns sehr wichtig war, dass das auf jedem Gerät gut läuft, die Website. Sowohl auf großen PC-Displays, auf kleinen Laptop-Displays, sowie auf Tablets und natürlich auch am Smartphone. Weil das ist ja das momentan sehr beliebte Medium für solche Seiten. Willst du dich zu Wort melden, Anna? Denn was wäre Social Media eigentlich ohne Marketing? Und aus diesem Grund habe ich mich entschieden, mit zahlreicher Unterstützung der anderen einen Flyer zu gestalten, um unsere Website erstmals promoten zu können. Und mit diesen abschließenden Worten bedanke ich mich schon im Voraus und übergebe das Wort an den lieben Dominik. Danke. Ich möchte mich noch einmal für das super Team bedanken, das mich bei meiner Idee so gut unterstützt hat und das Ganze umgesetzt hat, da ich von den meisten keine Ahnung habe. Und nochmal Dank an JugendHack, dass sie sowas organisieren. Danke.